Willkommen zurück. Wir sind mal wieder in dem Spielstand, den wir vor dem DLC mal angefangen haben. Also Heldentat 2. Freigeschaltet haben wir noch nicht ganz so viel. Wir sind noch recht weit am Eingang, müssen hier nochmal mit Spider-Man ein bisschen durch die Gegend sausen, denn wir haben hier auch noch nicht die DLC-Charaktere. Und darum soll es erstmal gehen. Erstmal so viel wie möglich freischalten. Wir werden uns hauptsächlich in den Handlungsmissionen bewegen, weniger in diesen allgemeinen Missionen, sondern schon mehr die Story pushen. Und natürlich alles auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht und wie heftig jetzt der Schwierigkeitsgrad sein wird, denn ich war schon längere Zeit nicht mehr hier ganz so aktiv gewesen. Ohne Spider-Man würde ich im Magen dieser Kreatur verrotten. Zeit, sich zu revanchieren. Wir finden ihn. Unsere Gesichtserkennung läuft auf jeder Überwachungskamera in der Cloud. Aber sie bewegen sich zu schnell. Ich fasse nicht, dass ich das frage, aber läuft es bei Team Spooky vielleicht besser? Nichts. Nun, dein Tonfall beim letzten Dactylus war perfekt. Vielleicht eine Magnetdrohne? Gegen einen Level 5 Dämon-Alien-Hybriden? Wo hast du Magie gelernt? Auf der Demo-Con? Weißt du, du hast wirklich einen Blick. Hat recht, das klappt nicht. Weiter mit Plan C. Oder eher D. Es stört Norman nicht, wenn ich mir ein paar Oscorp-Satelliten auf 12.000 Meter borge, oder? Höher, schneller, weiter, Baby. 82nd und 5th. Hä? Jetzt zwischen 5th und Madison. Leute, sie leben. Und sie trenden. Hashtag Big Alien Apple. Nicht schlecht. Danke. Jetzt stell dir vor, du hättest uns früher um Hilfe gebeten. Ich habe keine Zeit für Nachsitzen. Ich stelle durch. Ich stelle alles durch. Wir müssen schnell sein. Ja, auch wenn wir die Zwischensequenzen schon mal gesehen haben, habe ich sie trotzdem mal durchlaufen lassen. Wen nehmen wir noch mit dazu? Oh, wir haben ja hier auch wieder neue Skins durch den Season Pass. Oh, sehr schön, die Dämonengestalt. Aber von Hulk, der alte, mit den Ketten vom Ghost Rider Schild von Cap. Ah, sogar die Ghost Rider Maske am Gürtel, nicht schlecht. Und die Spider-Man Hose unter seiner eigentlichen Hose, sehr nice. Aber okay, komm, lass uns hier mal mit dem Tony gehen. Meinst du, irgendetwas von Manhattan steht noch, wenn wir ankommen? So wie Venom gewütet hat, bezweifle ich das. Oh, schnell durchs Portal durch, schnell in die Mission rein. Venom ist auf den Dächern, damit wir zumindest, alles, was er finden kann, auf die, ja, ich hoffe, zwei Missionen heute schaffen. Menschen, vielleicht sogar nach dieser Mission auch Deadpool. Mal schauen, wann die Freischaltung fürs DLC kommt. Dasselbe sollte ich wohl auch zu dir sagen. Ach, man könnte meinen, er hätte wenigstens mittlerweile einen Tennisarm oder so. Spider-Man, wir zertrümmern deine Knochen und bringen sie heim zu Mutter. Bindig das Tier und bringt es zu Standort 1. Zerquetschen dein Gesicht und fressen deine... Ich würde echt überlegen, den Job zu wechseln, wenn ich du wäre.
Ich weiß. Kein Job ist perfekt. Doch am Ende des Tages steht und fällt es mit den Kollegen. Perfekte Landung und perfekter Einstieg. Gut, wir haben die Zivilisten, die wir retten müssen. Für immer zu Diensten! Das Blöde ist, wir haben aktuell so gut wie keine vernünftigen Karten. Hier, den kann ich auch nicht wirklich, ja, könnte ich dahin kicken, aber dann töte ich den Zivilisten. Keine Ahnung, was das heißen soll, aber Eddie und ich haben unser Ding hier in New York schon gemacht, bevor ihm diese Hörner gewachsen sind. Aber bisher hat er nie Zivilisten angefallen. Wir müssen die Leute wegschaffen. So, erstmal gucken, was wir hier so alles machen können. Maximal 4 Ziele, das ist gut. Damit können wir die ganzen Schwächlichen wegwemsen. Da haben wir zurückwerfen. Ja, schadenstechnisch ist das natürlich alles Grütze. Aber komm, machen wir erstmal den Kettenangriff. Gut, dann könnten wir markieren und verwunden, um einen Angriff zurückzubekommen. Aber das wird, glaube ich, nichts. Gefällt mir! Deine Treue zur Mutter der Dämonen wird dein Verderben sein. So, eigentlich, das werden wir vermutlich auch machen. So, erstmal werden wir... Ah, shit! Verdammt! Ich wollte mich umpositionieren und dann... den Dude dahin kicken. Das kann ich jetzt vergessen. Den wollte ich nämlich umhauen. Ah, Mist. Das ist kein Ort für dich. Bring dich in Sicherheit. Ja, nicht nur ein kleiner... Hätte ich auch so machen können. Erstmal Zivilisten retten und dann kicken. Shit. So, wir haben 4 Gegner. Jeder greift... Ne, 2 greifen Hunter an. Einer Iron Man. Ah, shit. Iron Man. Ich glaube, ich habe Iron Man jetzt gekillt. Oh Mann. Ich bin im Vorteil. Den kann ich jetzt nicht kicken. Aber machen wir es mal so. Ich muss ihn da sowieso unbedingt wegziehen. Sonst hätte ihn zerfetzt. Genug, um deine Arztrechnungen zu decken? Eieieiei, das muss aber ein bisschen besser werden. Gleich zu Beginn sehr viele Fails. Keine Zeit für einen vollständigen Schadensbericht. Eine weitere Runde warmer Körper kommt. Diene ihr mit Ehre!
Ah, shit, das ist der. Lilith hat Hydra wohl keine Anweisungen gegeben, wie man ihr neues Spielzeug kontrolliert. Nicht, dass sie mir leid tun würden, aber hier sind auch noch Zivilisten gefangen. Oh, cool. Ich höre sie auch in meinem Kopf reden. Das ist ein Kommunikationssystem. Dasselbe, das ich in deinem Anzug aktiviert habe. Ah, klar. Das hätte ich als nächstes gesagt. So, den können wir leider auch nicht da hinten hinkicken. Ja. Ah, shit, der wird jetzt... Ich habe so etwas schon mal gesehen. Mit dem Schockschild versehen. Aber Aktion zurückerstattet, das ist gut. Also los. Ah, shit. Ich hätte nachziehen müssen für den Kick-Effekt. So, wir haben da 120 Schaden. Da bleiben dann 160 übrig. Ja, wäre schön, wenn wir ihn dagegen kicken könnten. So. Ich habe die Möglichkeit, mit wilder Schlag nochmal gut Damage rauszuhauen. Und dann können wir auch Helden-Kombo einsetzen. Insgesamt machen wir dann dort über 200 Damage. 207 müssen das, glaube ich, gewesen sein. Das heißt, den können wir auf jeden Fall umnieten. Für den wird es sehr knapp. Ah, dann nehmen wir, glaube ich, lieber den garantierten. Ja, Hauptsache seine Raserei wird jetzt nicht ausgelöst. Doch, wird sie. Hey, das hat mir getan. Aber auf Spidey. Oh, geil. Ja, und dadurch, dass er Spidey sich gegriffen hat, wird hier der Bedarf an Heldenmut erhöht. Ja, geil. Ja, das Schöne ist, im Gegensatz zu XCOM 2, habe ich ja auch wieder mit angefangen, ich habe einen der Zivilisten befreit. Ist es hier nicht so schlimm, wenn jetzt ist die Jagdsaison einer unserer Kollegen drauf geht. Sie werden in der Jagd als nächstes fallen. Blöd ist es natürlich, wenn es jetzt hier in der ersten Runde passiert, weil wir brauchen die für Venom. Was haben wir hier für Gegenstände? Zwei Züge mit Lebensraub, okay. Du kannst mich so nicht aufhalten. Das bringt dich auf die Beine. Jo, das ist okay. Das ist die Chance, deine Fähigkeiten zu verbessern und niemand von... Ja, der Spider-Man muss da weg. Und Tony auch. Ah,
Ah, das ist auch irgendwie crap. Ja, egal wo er sich hinstellt, das ist alles Grütze. Es sei denn... Das hast du dir verdient. Der war gut. Nee, jetzt ist die Karte weg. Oh Mann. So, das Manöver ist weg. Ich kann das nicht mehr machen. Aber was anderes bleibt mir ja auch nicht übrig. Die Macht des Lichts. Nicht einmal eine Delle. So, ja, ich muss das jetzt hier machen, auch wenn's der eine ist auf jeden Fall down. Das mache ich nicht für jeden. Und er hat sich genau, nee, der steht nicht. Anzug. Der steht zwar nicht direkt im Kreis, das wird aber so gerechnet. Verdammt. So, er stellt sich dann dorthin. Das sollte eigentlich doch passen, oder? Ja, nehmen wir lieber das hier. Los, das geht's. Ist safer. Ich brauche einen Arzt. Eieieiei. Noch ist es nicht vorbei, aber bald, wenn es so bleibt, verschwende es nicht. Ja, ballert er auf sich selbst drauf, okay. Gib dein Bestes. So, das kann weg. So, eigentlich müssten wir nur überleben. Dem hier könnte man noch mal einen mitgeben. Der hier ist für dich. Tony muss da raus und dann wird Venom die umnieten. Tony kann da nicht raus. So kommt er aber raus. Das Ziel ist klar. Hey, der Idiotenladen hat angerufen. Sie haben nicht mehr genug von euch. Da, ich wette, das geht auch weg. Knapp. Gut, aber ich darf jetzt keinen Zug mehr machen, weil sonst wird der hier ausgelöst. Genau, schleuder du das Ding erstmal weg. Und beide down. Sehr schön. Wir haben sie alle.
Jetzt auf zu Venom, beenden wir es. Ja, das wird jetzt aber verdammt knapp. Keine Spiele mehr. Kein Lauf mehr. Ihr haltet uns nicht auf, Helden. Aber versucht es doch! Ja, sehr schön, ihn jetzt nochmal so zu sehen, wie er in seiner Prime ist. Oh, ja, minimalen Heal haben wir bekommen, okay. Wir dürfen vermutlich nicht versuchen, Eddie zu helfen. Uns helfen? Uns helfen? Du hast uns alles weggenommen, Spider-Man. Und jetzt nehmen wir dir deine Welt weg. Das werte ich mal als klares vielleicht. So, wir haben hier erstmal einen guten Angriff. Shit, hat er viel HP. Also wenn Tony sich hierhin bewegt, kann er aber nicht. Nicht gut. Alles klar, dann machen wir erstmal den sicheren Angriff. Du zögerst unser Mal nur hinaus. Oh, sehr schön. Fünffach Verkettung. Der Wink, aber... So kann ich ihn jetzt positionieren. Manöver ist weg. Nee, ist von der Distanz gleich. Machen wir das erstmal so. Sehr schön zurückerstattet. Dann machen wir auch noch mal das. Wunderschön. So, 186. Gut, dann werden wir das machen. Und dann haben wir ihn schon mal einmal zu Boden gebracht. Sogar besser, als ich erwartet Schön hatte. Ist, direkt hinter ihm ist jetzt die Gasflasche und das Stromaggregat. Beides könnte in der nächsten Runde sehr sinnvoll sein. Mit Leichen nach dem Problem. Spider-Man sagt, wie wir es machen. Er ist der Venom-Experte. So, einmal da drauf. Ich empfehle einen Fall. Sehr schön. Wie viel besser kann ich noch werden? Na, übertreib mal nicht, Tony. Das passt nicht. Da kommen wir auch nicht so ganz durch. So, da können wir ihn hinwemsen. Und betäubt, sehr schön. Das tut weh. So, was können wir jetzt hier noch mit Tony machen? Wunderbar. Da hat
hier jemand den den Rest kennst du. Und genau, einmal Spinnensinn. Prima, los geht's. Sehr schön, damit haben wir auch eine gute Ausgangsbasis für die nächste Runde. Ja, 30 ist noch ein bisschen gering. Würden wir ihn aber aus der Betäubung hauen, können wir eventuell als Opening für die nächste Runde nutzen. Abziehen. Okay, doch. Der hat wehgetan. Greift doch nochmal an, aber 15 Schaden ist in Ordnung. Wir haben einen Heal, sehr schön. Wir haben aber auch das hier. Also der Vorkampf von Venom war jetzt deutlich schwieriger als Venom an sich. Das war super. Das ist ein großer Sieg, Leute. Perfekt wäre es, wenn wir jetzt Deadpool freischalten könnten. Und das Starke ist ewiglich. Wir sind ewiglich. Der kämpft wie ein Wendigo. Unaufhaltsam. Ach, er ist nicht unaufhaltsam. Nur echt nervtötend. Nicht mein allerschlechtester Plan. Guten Tag, Demo Venom! Hier ein Ansinnen aller New Yorker an dich, den schlampigsten Invasoren seit Thanos. Den Biss einer radioaktiven Spinne mit gutem Gehör. Ich wollte sagen, unglaublich. Sagen die Kids auch immer? Ich glaube, ich kippe um. Keine Sorge. Ich kenne einen Ort. Sehr schön. Venom besiegt. Sogar 3 Sterne. Nice. Ja, Kampf gegen Venom war jetzt in Ordnung, der Vorkampf aber nicht. Noch so ein paar Fails eingebaut, aber immerhin haben wir die Aufgabe sauber zu Ende gespielt. Ist, glaube ich, das Wichtigste. Ach, hallo, Hunter. So, wir können zusammen abhängen. Aber erstmal das hier alles einsammeln. Wir müssen gut herausfinden, was hinter also mit ihm steht. Haben wir Freundschaftsstufe 2, hey, 2 und 1. Dann hängen wir mit ihr ab. Bonasua. Lesen am Feuer. Die sieht, glaube ich, sehr nerdig aus. So, die Unterhaltung brauchen wir nicht. Das war großartig. Ja, gut was mitgenommen. Das Schlafzimmer hier sieht sehr spartanisch aus. Aber wir sind ja noch am Anfang. Das Schöne würde es zu schätzen wissen, wenn du nach ihm siehst. Ja, ich glaube, machen wir gleich. Du hast ihn ziemlich beeindruckt. Wir müssen aber vor. Ach, können wir noch nicht?
Ich wollte nochmal den Helix öffnen und eventuell das ein oder andere noch verbessern. Bitte. Danke, Hunter. Ja, aber sehr schön, wenn wir gleich von vornherein auf Was? Alle Helden Zugriff haben. Wissen, wer so, wir haben nicht so viel Zeit. Ich muss das echt überdenken. Jupp, überdenk mal. Und Forschung müssen wir auch noch einsetzen. Das Schöne ist, von Beginn an haben wir alle Forschungen freigeschaltet. Wir brauchen nur die entsprechenden Forschungslevel, also die Artefakte. Wie unvorhergesehen, aber dennoch faszinierend. Nur Auferstehung klingt gut. Wie läuft's, Chef? Da haben wir noch die ganz billigen, die gewöhnlichen. Ich habe ein paar Upgrades für dich. Druckfrisch oder so, einmal Heal. Und dann nehmen wir dich hier noch die Verkettung. Helix im Flur. Bis später. Sehr schön. Dann gehen wir noch mal hier ran. Na komm, wir steigern mal Logans Level auf 11. Sehr schön, das Ding haben wir auch hochgezogen. Meinst du, Dr. Strange? Die Zeit läuft, Hunter. Neu und noch besser. Ja, jetzt aktuell am Anfang fehlt es uns bis an allem. Mal. Sämtlichen Ressourcen und alles das, was uns das Leben ein bisschen einfacher macht. Natürlich, Carol. Ich analysiere die Aber gut, kriegen wir auch so hin. Dich drum. Ah, Hofverbesserung, nee, dafür haben wir keine Punkte. So, wir haben jetzt hier nicht die Möglichkeit, auf Deadpool zuzugreifen. Schade, aber gut, dann machen wir die nächste Mission. Und da sind jetzt auch die ganzen DLC-Charaktere. Der Trick war, wir hatten zwar Spider-Man im Team, aber erst den Abend darauf hat er das Gespräch mit uns gesucht, sich dem Team vorgestellt und jetzt sind alle DLCs freigeschaltet und ja, wir fangen definitiv an mit Deadpool. New York, gibt es ein Problem? Schon wieder? Central zeigt ungewöhnliche Aktivität im New York Museum of Art an. Sieht nach Einbruch aus. Alles gestohlene Kunst, die kürzlich aus der persönlichen Sammlung von Deadpool? Dieser Harlequin ist ein Kunstdieb? Nein, Red Skull ist der Kunstdieb. Deadpool ist eher sowas wie musst du schon selbst herausfinden. Ja, liebend gerne finden wir das heraus. Denn die Zwischensequenzen mit ihm waren die geilsten. Oh, wir kriegen bei Venom schon die nächste Freundschaftsstufe. Interessant, ohne dass wir ihn überhaupt im Team haben. Ah doch, wir haben ihn jetzt im Team. Ah, okay. Interessant, sobald also das DLC freigegeben wird, bekommen wir diejenigen, die wir im Normal-Game ins Team gekriegt haben, auch schon dazu. Alles klar, gut. Umso besser, dann haben wir eine größere Auswahl an Helden, falls mal jemand draufgehen sollte oder zwei, brennt dann nicht gleich die Hütte. Oh nein, nicht wenn Deadpool in...
Gibt es Infos zum Museumsdieb? Warte. Captain Mayo in der Bibliothek mit Kerzenhalter. Hydra-Mystikerin im Lagerhaus. Keine Kerzen. Wonach Hydra auch sucht, sie haben es noch nicht gefunden. Lass dich nicht erwischen. Der Neuzugang? Was? Sorry, ich meinte, der anpassbare, zum Helden aufrüstbare Monsterfleischwolf? Klugscheißender Antiheld. Söldner, manchmal auch Held. Ganz egal, was gebraucht wird. Mein Franchise steht für Spin-offs bereit. Sei still. Auch wegen der Statue hier. Welcher Statue? Die, die ich für einen ominösen, furchteinflößenden Kunden aus dem alleröstlichsten Europa von dem Typen zurückklauen soll, der sie ihm geklaut hat? Kriminelles Karma. Die da? Süßer die Glocken nie klingen. Ja, die da. Hände hoch und Hosen runter, meine Damen und Herren. Dies ist ein Raubüberfall. Sorry, kennen wir uns? Bist du nicht Sigi? Nein, nein, Silvia. Cindy? Bitte bring ihn um. Sin! Genau, natürlich, Sin. Enkelin von Redhead. Ich meine, Skull. Skull. Egal. Jetzt. Ja, schade, diese Zwischensequenzen sind vom Ton wieder ein bisschen zu leise. Nie viel Glück. Ich war noch nie an einer beteiligt, die wirklich still war. Aber gut. Still ist öde. Ich bin fast nie still und das läuft ganz so, okay. So, was machen wir manchmal jetzt? Werd mal nicht von Hydra-Amöben platt gemacht, während du laberst. Nicht sterben. So, erstmal kicken wir den dagegen. Ich den dagegen. Na, dann sind es nur 10. Gut, machen wir erstmal was anderes. Und zwar. Nee, das würde auch nicht funktionieren. Shit. Gut, versuchen wir hier mal ein bisschen auszudünnen. Heil den hier. Danke für die Zurückerstattung. Dann haben wir da noch was. Sehr schön. Aktion zurückerstattet. Sehr gut. So, hier geht's jetzt weiter. Einmal killen wir ihn. Ich fühle mich jeden Tag mehr wie ich selbst. Ah, den kann ich natürlich nicht killen. Da bleibt noch 2 HP übrig. Schade. Blade hat mir gesagt, ich solle deine Mutter erwähnen. Scheinbar okay, keine Karten mehr. Das ist nicht nett. Aber gut. Hauen wir mal alle bis auf einen weg. Nicht konzentrieren. Ja, widerstanden, sehr schön. Hoffen wir mal, dass das Benommensein nicht allzu lange anhält. Ich würde gern wissen, für wen du dieses Artefakt gestohlen hast. Du plapperst doch gern. Warte, du bist nicht die übliche Stimme. Wer ist das? Ja. Carol Danvers? Warum klingt das so vertraut? Ich bin Captain Marvel.
Immer schön, meine Fans zu treffen. Sehr schön. Wir haben noch 3 Aktionen. Jeder ist fit. Aber der Dude hier hat ein bisschen zu viel HP. Komm doch! Stell deine Kräfte auf die Probe! Schnupper am Regenbogen! Sehr schön, dann wemsen wir hier erstmal das Ding raus, oder? Das Ding hat 60. Ja, eine Runde brauchen wir noch. Wir kriegen aber immerhin sein Schild weg. So, Deadpool bekommt hier nochmal 84. Sehr schön. Wemsen wir auch raus. Ich bin beeindruckt. Wie viel hat er noch? 133, okay. Dafür krieg ich dich dran. Sollte nicht so schlimm sein, denn Deadpool müsste auch schon die passive Fähigkeit haben, dass er sich gleich heilt. Ah, da heilt er sich. Sehr gut. So, der Dude fliegt in die Luft, nimmt den anderen mit. Das heißt... Dieses Netz scheint nur Ärger zu bedeuten. Aber es gibt so viele niedliche Hunde-Videos. Nee, du bleibst dann stehen, ne? Was ist? Frag lieber nicht, Hunter. So, killen wir erstmal den. Schwach. Sogar für Hydra. Dann kannst du... In aller Ruhe den Kill. Ich wähle dich. Na, das war ja sehr was. Schön. Und Pinata der Schmerzen können wir da auch nochmal raushauen. Mit Voreingenommenheit. Oh, jetzt habe ich nicht auf den Heldenmut geachtet. Sie können deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Okay, hat er eh kaputt gemacht. Egal. Und weg mit dir. Damit wäre Runde 1 schon mal erledigt und wir können gleich bei der zweiten weitermachen. Nervig, wie erwartet. Aber kämpfen kann er. Weg von dem Artefakt. Klick. Hast du gerade Klick gesagt? Aber ja doch, klingt nachdrücklicher. Jetzt her mit der Statue. Na, weißt du überhaupt was? Aha, monologfreie Zone. Steht in meinem Vertrag. Sorry. Jetzt respektiere den Klick und rück... Wow. Fette Klickenergie. Gefällt mir. Hilfst du mir, Nazis platt zu machen? Hydra sind keine Nazis. Ach, Nazi-Schmazi. Aber ihr Nutzen für mich ist hinfällig. Das Selfie mit dem Vampir ist einfach zu geil. Siehst du? Hab dich beschützt. Ja. Wo ist Zinn und die Statue? Der Leveldesigner sagt, sie ist da lang. Verrät die eigenen Leute? Mag sie unerwartete Wendungen? Du zuerst.
Ist das so ein Moleman-Ding? Bitte lass es so ein Moleman-Ding sein. Du weißt ja, ich bin der größte Moleman-Fan. Oh-oh. Gut, legen wir los. Ihr Kopf sind wohl mit dem Artefakt entkommen. Ist das wie mit der Affenpfote? Und Deadpool ist jetzt wieder bei voller Gesundheit. Liefert uns Billigvampire? Es sind Vampire mit Y. Das ist eine ganz... frag nicht. Tu ich nicht. Und wie machen wir Asche aus den Viechern? Schlagen, bevor sie nagen? Hab ich öfter gehört, als du denkst. Okay, was machen wir hier? Erstmal schauen, wo wir eventuell den besten Impact haben. Aber das ist alles hier nicht so geil. Dann nehmen wir erstmal die beiden hintersten aus dem Game. So, dann haben wir hier den schnellen Schnitt. Ah, das war jetzt, glaube ich... Ja, nee, das war Kacke. Ich hätte ihn lieber direkt gegen ihn gegen kicken sollen. Er hätte mehr gebracht. So, dann nehmen wir den hier nochmal aus dem Game raus. Ich hoffe, du zählst zu Hause mit. Da haben wir auch wieder nur 20, ne? Aber wenn wir das so machen... Ja, das war gut. Und das reicht, um ihn zu killen. Sehr schön. Dann holen wir uns einmal die Verstärkung für den Angriff, den wir gleich fressen. Dann können wir den kontern. Das wird eine große Hilfe sein. Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber okay. Mann, bin ich aufgepumpt. Das kann er leider nicht machen. Sehr schön. Ja, mit 2 HP. Aber okay, er wird sie gleich angreifen und dann wird sie auf jeden Fall mit dem Konter den Typen umhauen. Nein, das passiert nicht. Deadpool kann hier nochmal finishen. Sehr schön. Diese Vampire sind ein Problem. Immerhin wissen wir, wie wir das angehen. Ohne die Statue heitert mich nicht mal ein glitzerndes Loch auf. Geht es wieder um deinen ominösen Kunden? Wenn er herausfindet, dass ich es versaubeutelt habe? Oder wenn er mich findet, bin ich... Deadpool? Jawohl, halt dich nicht zurück, Neuzugang. Und damit meine ich immer noch den neuen, anpassbaren... Komm mit uns in die Abtei. Nein. Die Schutzbanne werden dich schützen. Nein. Hölle, nein. Du kannst dich verstecken, nach Sinn suchen helfen. Nein. Die Vampirplage bekämpfen. Da du so lieb fragst. Mama, guck mal, ich werde DLC. Ja, sehr geiler Charakter auf jeden Fall. Und wieder 3 Sterne, sehr schön. Ja, die Zwischensequenzen von Deadpool werden wir uns auf jeden Fall geben. Sind mit die besten.
Da bekommen wir auch schon gleich den, das erste Freundschaftslevel, was ich nochmal eben schauen möchte. In der Tat, wir sind hier in Heldentat 2. Gut, ich sollte mich nicht allzu sehr beschweren, aber bislang war das ich habe gehört, wir haben von der Schwierigkeit in Ordnung. Danke, Hunter. Du bist wirklich ein Lebens... Musst du immer... So, die Unterhaltung müssen wir uns jetzt nicht unbedingt geben. Hallo, Hunter. Ich... sehr... Ach so, das ist jetzt wieder so dieses Kennenlernen. Alles klar, damit haben wir auch diesen Tag überstanden. Zwei Missionen geschafft, sehr schön. Legen uns mal eben fix schlafen. Und bereiten die nächste Mission vor. Okay, Morbius kriegt noch mal einen dazu. Hunter, hast du kurz Zeit? Natürlich. Belastet dich etwas? Nein. Ich wollte mich bei dir bedanken. Wofür? Ich habe nichts getan, was Dank verdient hätte. Das denkst du. Seit ich zu den Midnight Suns gestoßen bin, behandelst du mich als ebenbürtig. Nicht mehr, nicht weniger. Du hast Respekt verdient, egal was passiert. Das sieht nicht jeder so. Für manche bin ich Teil der X-Men, für andere war ich einmal eine Königin. Beides ehrenwerte Titel. Vielleicht. Du hast mich wegen meiner Titel nie bevorzugt behandelt oder mich ausgeschlossen. Dafür war ich dir immer sehr dankbar. Ob ich wohl jemals das Stigma meiner früheren Leben abschütteln kann? Es erstickt mich fast. Verstehe ich nicht. Naja, woran denkst du, wenn du den Begriff Anführer hörst? Also ihr Gesicht sieht einigermaßen jung aus, aber der Rest vom Körper verdammt alt. An jemanden, der Erwartungen vorgibt, die der Rest des Teams erfüllen muss. Und wie sollte ein Anführer sich verhalten? Immer den Interessen des Teams. Ellbogen sehen richtig räudig aus. Eine gute Antwort, wenn auch ein wenig idealistisch. Siehst du das etwa nicht so? Mit gutem Beispiel vorangehen ist eine Sache, aber das reicht als Anführer nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass ich eine Version meiner selbst sein muss, auf die mein Team stolz wäre. Jemand ohne Furcht, der nie falsche Entscheidungen trifft und seine Emotionen immer im Griff hat. Das klingt nach jeder Menge Druck. Stimmt. Kann ich wohl jemals loslassen und alle Facetten des Menschseins annehmen, ohne Angst, die Kontrolle zu verlieren? Du musst die Tatsache akzeptieren, dass deine Emotionen dich nicht kontrollieren. Das beruhigt dich. Eins mit der Angst werden. Lass dich durch die Angst, dass etwas Schlimmes passieren könnte, nicht am Experimentieren hindern. Das ist eine schöne Sichtweise. Es dauert sicher viele, viele Jahre, bis ich diese Angst überwinde. Aber ich bin froh, dass ich mit dir geredet habe. Und ich auch. Danke noch einmal, Hunter. Ah, Freundschaftsstufe. Hä? Ich hatte doch Freundschaftsstufe 5 schon mit ihr? Aber egal. Hey, ich hätte da eine Bitte. Wenn ich... So, der will auch noch ein bisschen Smalltalk machen. Das passt auch. Na, die wollen zu viel quatschen, alle. Gut, das war aber eben die 5... Ja, 5 Sterne Unterhaltung wollte ich schon sagen. Freundschaftsstufe 5 Unterhaltung mit ihr. Interessant, die DLC-Geschichten. Benötigen noch Voraussetzungen.
aber nur die drei Kämpfe, beziehungsweise zwei Kämpfe mit Charakter XY. Das kriegen wir auch schnell hin. Chef. So, mal schauen, was wir jetzt hier bekommen. Das sollte dir definitiv einen Vorteil verschaffen. Wir nehmen wieder die, die wir noch nicht haben. Und glücklicherweise ist das jetzt in dem Fall was Blaues gewesen. Gut, jetzt haben wir das Ding aus unserem Menü raus. Da geht es wieder um die Party, die mir so ziemlich egal ist. Auf ein Nico. Gut. Jetzt haben wir mit Peter. Da ist er. Okay. Können wir Nico? Ja, wunderbar. Nächste Freundschaftsstufe mit ihm erreicht. Dann schauen wir noch mal eben nach unseren Fähigkeiten. Leveln die auf, wenn möglich? Nein, nicht möglich. In Ordnung. Also geht's beim nächsten Mal weiter. Ich würde mal schauen. Muss ich noch mal eine Nacht drüber schlafen, ob wir in der normalen Hauptmission weitermachen oder irgendwo im DLC. Dann können wir uns noch ein bisschen hochpowern für die Hauptstory. Ja. Schauen wir mal, lassen wir uns mal überraschen, werde ich, glaube ich, sehr spontan dann entscheiden.